Herzlich willkommen zu einer Folge von Outlast, Folge 2. The Horror Shocker Continues. Man weiß nie, was passiert. Witness. Eine Hand in der Toilette. Ich bin drin, überall Leichen, Blut, Verbrennungen und Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Markov-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihrem Namensschild steht Markov Advanced Research Systems. Smoke hat seit langem aus angeblichen Urtigkeitsprojekten Profit geschlagen und scheffelt eine Milliarde. Wie wollte Markov Geld mit einem Haus verleihen? Ein Mitglied einer Spalterheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzähl mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Dann hätte ich wissen sollen, als ich noch auf den Weg raus konnte, reingekommen bin. Wie mache ich hier nochmal Licht an? Gibt's doch gar nicht aufmachen jetzt. Mann, ey. Für die ist wieder eine Schlüsselkarte notwendig. Jetzt brauche ich eine Schlüsselkarte. Ach du Scheiße. Thank you.
Von Helen Grinert an Group 8416 at MerkovCorp.lu Betreff Projekt Wildrider Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Merkov Corporation für erforderlich. Das Profipotenzial von Project Wildrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle erhalten ausreichend uneindeutige Dinge, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste, was die bereits Verzeichneten betrifft. So ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine restlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen näher, doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granat, Murkoffs Schadensabteilung. So. Immer froh, wenn ich was lesen muss. Also, bevor ich wieder erschreckelt werde. Gar nicht schon rein. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this. Achso. Da brauche ich eine Sicherheitskarte für. Zum Glück. Da ist verriegelt.
Project, Sitrati Systems Project, Wallrider Mount Massive CEO, Fall Nummer 136, Patient Initialin CLW Walker, Datum 28.05.2013, erste Patientenbefragung 28.01.2011, Alter des Patienten 32, Geschlecht männlich, behandelte Arzt Dr. Rudolf Wernicke, Anmeldung Dr. Walsh, Therapiestartung, morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr, Fortfahren mit 3 Stufen Hormonenrisiko behaftet. Diagnostik, spirometrierte, ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation, MRI-Scans übereinstimmen mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkungen: Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermaloption im ebenso übereinstimmen mit Fehlschlagen der morphogenetischer Antriebszellaktivität. Was für Wörter immer. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahre Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Doratara-Echsen und ihren perialen Augen. Er zeigt sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nasen herum. Das Pflegepersonal sollte auch angewiesen werden, auf weitere Selbstzerstörungen zu achten. Die meisten Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, schienen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Das vorherrschende Fixierhaft verstärkt therapeutische Sicherheitsprotokoll. Nix, geh mal weiter. Okay, um dich zu sehen. Alter, man hört ihn auch voll atmen, den Charakter. Er hat selber in Panik. Er hat selber Angst. Ich weiß jetzt nicht, was da passieren wird. Thank you.
Okay. Voll gebaut habe ich jetzt. Der ehemalige Mal habe ich gedacht, der macht auch nichts. Du kannst nach hinten schauen, indem du laufen, RT oder. Ich starte gerade im Keller neu. Nein. Versteck dich noch versuchen nicht zu kämpfen. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge.